So Leute, da sind wir wieder zurück zu Zelda Twilight Princess. Ja, im letzten Part haben wir ja schon hier die Mine der Goronen angefangen. Wir haben unseren fünften Herzcontainer vervollständigt, indem wir Herzteile gesammelt haben. Zwei Stück insgesamt gab es hier in dem Tempel. Ich glaube, es gibt insgesamt auch noch mehr. Aber wo die jetzt alle sind, das wüsste ich jetzt nicht so direkt. Und ich denke mal, wir machen jetzt mal hier weiter. Im letzten Part haben wir ja auch gesehen, was die hier machen. Die schießen da, versuchen uns zu treffen, aber können sie nicht, weil sie zu weit weg sind, ne? Und soweit ich weiß, gibt es hier mehrere Truhen in diesem Raum. Einfach mal... Nein, man kann nicht hochklettern. Okay, danke. Nee, man könnte hier nämlich unten weiter schwimmen. Da ist nämlich Wasser. Ich dachte immer, da war ja, der Tod. Aber man... Ja, genau. Zieh die Stiefel an. Nein. Da kann man noch weiter nach hinten schwimmen und da ist eine Truhe, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was da drin ist. Tut mir leid. So, und jetzt müssen wir irgendwie an den Arschlöchern da vorbeikommen, ohne getroffen zu werden oder ohne zu sterben. Eins von beiden wäre nicht schlecht. So, mal gucken. Haben wir den Schlüssel? Haben wir natürlich nicht, ne? Was war das denn jetzt? Ja, ich weiß, ihr versucht auf mich zu schießen. Och, guck mal, sie treffen sogar fast, aber nur fast. Das ist... Hat der gerade eine Kiste verbrannt? Der hat eine Kiste verbrannt. Kann man die irgendwie verwirren? Moment. So, so und so. Was passiert jetzt? Nichts Besonderes. Ah ja, okay. Sie bleiben nun ganz kurz stehen und dann geht's direkt weiter mit dem Feuer. Oh Gott. Ich hab das Ganze hier irgendwie ein bisschen laut. Du Teil, da drehst dich. Ja, du kriegst mich nicht. Böse. Seht doch mal, hier ist schon wieder eine Truhe. Uns fehlt ein Schlüssel. Wo kriegen wir den Schlüssel denn her? Oh. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, das Spiel mag mich wohl doch irgendwie so ein ganz kleines bisschen. Gut, ich dachte eigentlich, der Schlüssel wäre hinter diesem komischen Teil. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde es ja gar nicht funktionieren, weil... ja, ihr werdet schon sehen, wir kriegen ja noch ein Dungeon-Item. Ja, und das ist, glaube ich, hier weiter weg. Ich glaube, da müssen wir da vorne rein. So, schnell hier rüber springen. Ne, da müssen wir da, dann kommen wir da oben wieder raus. Nee, nee. Hä? Verstehe ich nicht. Oh Mann. Das ist halt so eine Sache, die ich echt geil an diesem Dungeon finde, aber auch übelst kompliziert, weil wir gehen jetzt da rein, kommen da oben wieder raus, um da hinzukommen. Und im Endeffekt müssen wir uns jetzt auch ein bisschen... Ich möchte die nicht anziehen, ich wollte die eigentlich nur auf... B legen. Naja, gut. Dann lege ich sie nicht auf B. Ihr merkt schon, das Ding dreht sich etwas zu schnell für uns und deswegen müssen wir ganz genau das machen. Würden wir jetzt die nicht anziehen, würden wir einfach nach unten fallen. Ist ja klar, ne? So, ausziehen und hurry ab. Ging schon wieder hoch. Ging schon wieder rum. Ach ja, gut. Wen treffen wir jetzt? Wieder einen der drei Weisen, aber fragt mich nicht, wie der heißt. Das ist auch irgendwie der, der am merkwürdigsten aussieht, finde ich. Naja. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ibizo. Ah ja, Don Ibizo. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Ach ja, du hältst... Ja, ja, Schlüsselfragment haben wir schon zwei von drei. Ah, jetzt da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird in einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Ja. Okay. Werden wir machen. Eine legendäre Waffe und ich will da auf die Leiter. Ich will nicht an der Leiter vorbei. Ich hasse diese Leitern in diesem Spiel. In diesem Spiel sind die Leitern, die einfach so mitten im Raum stehen, so gut wie unerreichbar für mich. Ich renne immer dran vorbei, auch wenn ich direkt davor stehe. Darum, jo. Gut. Also haben wir jetzt schon zwei Schlüsselfragmente von dreien. Und, das letzte ist... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo das letzte ist. Auf jeden Fall treffen wir da irgendwie den coolsten von den... ganzen Ältesten da. Also meiner Meinung nach. So, jetzt auf jeden Fall einfach nur hier an der Wand rumlaufen. Hui, hui, hui. Da unten war eine Truhe. Ich habe sie schon gesehen. Vielleicht habt ihr sie ja auch gesehen, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
einfach mal fallen lassen, vielleicht. Wow, das war aber arg knapp, du. So. 20 Rubine? Oh, 10. Ich sag mal was anderes. Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter und hier kommt der Zwischengegner. Jo. Das sieht man daran, dass dieser Übergangsbildschirm kommt. Normalerweise würde der nicht kommen. Naja. Okay, Zwischenboss. Oh, ein Mensch. Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Die Stimme von dem, die tut echt im Rachen weh. Naja, im Endeffekt habe ich sie sehr ausgesucht. Was ist immer da? Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles hier zu laut ist. So, was musste man nochmal gegen den tun? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh nein! Ach ja, stechen. Wenn er auflädt. Genau. Und dann nehmen und wegschleudern. Ah ja, so war das. Ach ja, Goron in die Lava schmeißen. Das ist toll. Das macht Spaß. Das mache ich jeden Tag. Ach, naja. Gut, nochmal. Ich glaube, insgesamt 4-mal muss man den in die Lava schmeißen. So. Oder 3-mal. Also Nintendo-typisches eher 3-mal, aber man weiß ja nie, ne? So, das könnte... Aua. Voll in die Hose gehen, wollte ich sagen. Na, komm. Und entweder das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Oh, das letzte Mal. Okay. Naja, typisch Nintendo, ne? 3-mal. Wie gesagt, den Fernseher finde ich gerade doch etwas sehr laut. Mist, da denkt man, Mann, das ist ja nur ein Mensch und dann... Tja. Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Nee, ich tu nur so. Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Nee. Was ich übrigens immer sehr amüsant finde, ist, immer nachdem so ein Kampf beendet ist, steigt oder versickert die Lava. Es ist immer so. Wirklich immer. Merkwürdig, merkwürdig. Im echten Leben wäre das gar nicht so. Nein, ich wollte nicht mit dir sprechen. Bla, 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 bla. So, danke. So. Merken, nicht versuchen zu rollen, wenn er in der Nähe steht. Ansonsten, sind wir jetzt richtig? Ich glaube, von da hinten sind wir gekommen, ne? Einfach mal auf die Karte gucken. Ja, wir sind richtig. Ach ja. Das ist gut. Das ist gut. Solange wir richtig sind, ist alles gut. Ach, ja. Die Waffe aus alter Zeit. Das ist wieder so eine blöde Schnecke. Hasse dich. So, stirb. Hier gab's, meine ich, auch eine Fee. Oder auch nicht. Auch nicht schlecht, dass die Rubine einfach mal eiskalt in die Lava fallen. Naja, was soll's. Holen wir uns mal die antike Waffe. Wer hätte damit nur gerechnet? Tja, der Bogen ist an sich so ziemlich die... Es ist eigentlich immer die erste Waffe gewesen, die man kriegt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht die erste, sondern eine der ersten. Außer in Skyward Sword, da hat man den Bogen extrem spät bekommen, finde ich. Naja, was soll man machen, was soll man machen? So, du tot. Jetzt ist die Frage... Oh, Pfeile... Jetzt ist die Frage, hier gab es irgendwie eine Truhe, die sehr wichtig ist, soweit ich weiß. Und die will ich auch diesmal nicht vergessen, weil beim ersten Let's Play, wo ich das erste Mal durchgemacht habe, da habe ich es ja eiskalt vergessen. Und dann durfte ich nochmal alles neu machen und das fand ich dann nicht so toll, ne? Also nicht alles neu, sondern musste halt nochmal hierher laufen und das war dann nicht so pralle. Gut, oh, ja okay, du bist aktiviert. Die Teile, die kann man ausschalten, indem man ganz einfach hier... in das Auge schießt. Ja. Gut, der ist jetzt ausgenockt. Das Problem ist, dass die jetzt alle aktiviert sind. Aber wenn man sie zerstört, ist das alles kein Problem. So. So. Einfach nur ein bisschen schnell sein. So. So. Na komm. So. So. Wow. Kein einziger Fall daneben gegangen. Ich bin gerade stolz auf mich. So richtig stolz. Also wenn das beim Schießen so wäre, das wäre ja mal richtig geil. Ach ja. Ja, ich und meine anderen Hobbys, ne? So.
Hier ist, glaube ich, nichts. Oh, doch, ein grüner Rubin. Der ist total wertvoll, ja. Der ist hochwichtig. Ich weiß auch gar nicht, wo die Truhe ist. Hier ist er auch nicht. Egal. Einfach alles kaputt machen. 10 Rubinen. Herz ist immer praktisch, ne? Kann man immer mal gebrauchen. Ach, ja, okay. Man könnte auch einfach durch die Stahlgitter hindurch sehen, aber das wäre ja zu einfach, ne? Hier ist, glaube ich, der Kompass drin, ne? Jo. Und das ist das, was ich beim letzten Mal vergessen habe. Ja, ja. Der Kompass, der Kompass. Weißt du, schon wieder hier? Ja. Da wissen wir zumindest, wo hier schon mal die Schatztruhen sind. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir schon ein paar mitgenommen haben, die wichtig sind. Da kommen wir erst noch raus. Ja. Und ansonsten... Nein! War eine bei dem Ältesten und ich weiß nicht was. Ich glaube aber Rubine. Und Rubine sind, glaube ich, nicht wertvoll. Also nicht spielentscheidend. Und hier haben wir alle. Gut. Verdammt. Eiskalt vergessen. Naja. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Auf der Karte kann man ja schon sehen, dass es hier noch weitergeht. Und ich bin mir aber nicht sicher, was da ist. Ha, Schatz gerade. Ach ja, okay. Der letzte der war, Ältesten. Der ist irgendwie voll cool. Ah, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die drei Fragmente zusammen. Yay! Das sieht irgendwie voll space-mäßig aus. Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Grogor eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Grogor in dieser widernatürlichen Gestalt hat. Aber du hast es immerhin bis hierher geschafft, also werde ich deiner Kraft vertrauen. Nun beeeil dich, in das Zimmer zu... Nun beeil dich, in das Zimmer zu kommen, in dem sich unser Oberhaupt befindet. Ja, okay. Meditiere erstmal eiskalt weiter. Ach ja. So, noch eine Truhe. Was ist denn hier in der Truhe jetzt noch? Wer hätte damit nur gerechnet, dass da Geld drin ist, ne? Wenn das im echten Leben auch mal so wäre, das wäre Hammer. Ach ja, überall stehen Truhen verteilt, man öffnet sie und erstmal 50 Euro drin. Voll geil wäre das. Ich glaube, dann würde ich gar keinen Job haben. Ich glaube, dann wäre ich die ganze Zeit auf Achse. Allein um diese Truhen zu finden. Man muss ja noch ein bisschen träumen können. Muss man ja jetzt auch mal dazu sagen, ne? Also. Mein Gott. So. Wo kommen wir jetzt raus? Ach ja, das schöne Ding. Jupp. Wir müssen wohl da hoch. Wohl oder übel. Gut, im Endeffekt glaube ich aber, machen wir erstmal hier die Fledermäuse kaputt. Stirb. Und stirb. Oh, daneben, daneben, voll auf den Fuß geschossen. Stirb. Und stirb. Und stirb. Naja. Und dann sind hier noch irgendwo welche Viecher. Ja, die könnten uns nämlich ziemlich Böses antun hier. Die Schnecken. So, 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 so. Weil die fallen nämlich alle auf einen Schlag runter. Wir springen da ja gleich rüber. Alter, geben die viele Pfeile. Wir springen da ja gleich rüber und wenn die dann alle auf einen Schlag runterfallen, ey, ich habe zwei auf einmal gekillt, dann fallen wir wieder in die Lava und dürfen nochmal alles neu machen. Und das ist nicht toll. Und hier weiß ich noch, hier habe ich beim letzten Mal sehr lange gebraucht. Dabei ist das so simpel. Wer kommt auf die Idee? Jetzt mal ernsthaft. Das ist, glaube ich, auch das einzige Mal in dem gesamten Spiel, dass man das ausnutzen muss. Aha, seht ihr, genau das wäre gewesen. Ah, aber wir waren zu langsam, deswegen waren sie zu schnell. Hä? Ergab das jetzt Sinn? Ich denke mal schon. Zwei von diesen Eidechsen, die interessieren uns nicht. Wow, 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 wow. Das war Feuer. Wollte ich nur mal so sagen, ne? Okay, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Kannst du auch mal sterben? Danke. Gut, einfach mal einen Pfeil reinschießen. Vielleicht kommen ja mehrere raus, weil irgendwie geben die nichts, wenn man die nicht mit Pfeilen abschießt. Okay, sie geben gar nichts, ist nett. Ist nett. So. Ja toll, Herzen bringen mir jetzt herzlichst wenig. Oh, ich und meine schlechten Wortwitze. Gut, aktivieren wir mal den Schalter. Und rennen mal wieder an die Decke vorbei, ne? Ne, nicht vorbei, sondern entlang. Okay, das ist jetzt wirklich krank.
Das da oben ist unten und unten ist oben. Hä? Das erinnert mich irgendwie gerade ein bisschen an Fluch der Karibik Teil 3. Up is down. Ja, ja. Was? Das sah geil aus. Okay, das hat mich jetzt verwirrt, aber sah irgendwie geil aus, aber trotzdem hat es mich verwirrt. Wenn mich was verwirrt, dann ist es schon verwirrend, weil ich bin verwirrt. Hä? Egal. Einfach mal runterfallen und durch die Tür gehen. Ganz normal. Wir fallen von der Decke auf den Boden und gehen durch eine Tür, die sich geöffnet hat, weil wir an der Decke gestanden haben. Und nur dadurch, dass wir an der Decke gestanden haben, konnten wir diesen Schalter treffen, der... Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, ansonsten verwirre ich mich nur selber wieder. Ach, wisst ihr was? Alleine, weil es so witzig ist, schießen wir mal einen von hier oben ab. Voll ins Gesicht. Treffer. War sogar Kopfschuss. Ja, obwohl, ein paar können wir mehr. So, und... Das war jetzt kein Kopfschuss, der war zu schnell weg. Und tschüss. Ah, in gewisser Weise ist das schon witzig. Verdammt, ich habe den letzten Pfeil aufgebraucht und hier brauchen wir einen Pfeil. Bitte sag mir, dass hier in den Vasen noch was drin ist. Na danke, Penner. Und hier? Ja. Na ein Glück, 20 Pfeile sind das. Auf einen Schlag, wow. Und hier wieder 50 Rubine. Wow, Mann, ich kann ja vorhersehen. Gut, können wir zumindest hier schon mal da und hopp, Ente. So, was bringt das jetzt im Endeffekt? Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen verwirrt. Einfach mal den Schalter aktivieren und wir sind an dem Magneten dran. Yay. So, runter. Ihr müsst sterben. Tut mir leid, aber ist so. So, und Fangstoß und Ende. Ach ja, manchmal macht das schon echt Spaß. So. Hier einfach durch die Tür und dann müssen wir ja wieder an dem... Ich müsste theoretisch... Waren hier beim letzten Mal nicht andere Gegner? Ich meine schon, aber okay. Ey, spuckt mich nicht an, das ist eklig. So, schnell den Schalter aktivieren und dann hier durch und... Ich hasse euch. Ja, statt einfach mit Schwert und Schild. Nee. Wird erstmal eiskalt über Bogen gemacht. Muss man ja mal auch sagen, das war jetzt ein bisschen dämlich von mir. Schön Munition verplempert, ja. So, ihr seid hin. Dann laufen wir einfach mal weiter. Dürft ihr ja nicht... nee. Der Kompass zeigt nichts an. Ich dachte gerade, das unter der Zugbrücke wäre ein perfektes Versteck für eine Kiste, aber... Wenn der Kompass nichts ansagt, dann ist da auch nichts. Und du warst ja auch vorher auch noch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Der da oben war auf jeden Fall nicht. So. Und so. Na, treffe ich die von hier aus? Jo. So und... So und du auch. Mensch, ich bin ja richtiger Scharfschütze hier. So, bevor du mich triffst. So, was soll denn das darstellen? Einfach nur irgendwelche Bolzen, oder was? Bolzen? Ist das Bolzen? Weiß es nicht. Übrigens, niemals gegen Kisten, Fässer mit X draufschlagen. Ich will es nur mal kurz demonstrieren. Bums. Böse. Gut, hier ist eine Leiter, hier kann man runter. Das wollte ich jetzt mal, weil dann holen wir uns gleich mal die Schatztruhe, die da ist. Wenn ich denn rausfinde, wo sie ist. Ist sie unter Wasser? Unter Wasser wäre gar nicht mal so toll. Nochmal Pfeile. Unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser. Da ist sie doch. Unter Wasser. Wer hätte damit gerechnet? Hinter Holz. Zieh dein Schwert, schlag das Holz kaputt. Geh zur Truhe, öffne die Truhe. Mal sehen, was da drin ist. Ja. Und genau das ist der Grund, wieso ich es hasse, am Anfang so eine kleine Geldbörse zu haben. Es ist einfach so doof. Naja, was soll's. Im Endeffekt kann man eh nichts dran machen, ne? Aber man könnte... Ach, man kann gar nichts machen. Es ist einfach so. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir für immer diesen Fluch haben, dass wir nur maximal 300 Rubine mitnehmen können. Das ist ja fast so, wie als würde man im echten Leben niemals mehr als 300 Euro haben können. Das ist doof. Das geht nicht.
Was ist denn, wenn da mal irgendwas 399 Euro kostet? Dann geht das nicht, ne? Ich laber schon wieder so einen Müll, das ist unglaublich. Also ich glaube, würde mir irgendjemand zuhören, dann müsste mich direkt in die Geschlossene schicken. Ach ja. So, das öffnet sich erstmal. Wieso auch immer, war da ein Schalter oder so? Ich habe zumindest nichts gesehen. Und hier hoch und hier ist doch auch nochmal irgendwas, was ich gar nicht mal so witzig fand, oder? Jo. Bogenschützen. Ach, theoretisch hätte ich auch gegen das Fass und dann... Bums. Naja, die Explosion war jetzt zwar ganz schön, aber... Weg hier! Boah. Hauptsache es knallt. So. Was muss man jetzt machen? Nix. Okay. Einfach nur den Schalter aktivieren. Wofür? Ach, damit... Ja, natürlich. Damit der Kran hin und her schwingt. Ja, das ergibt Sinn, denke ich mal. Ach ja, jetzt kommt wieder Kopfüber-Action. Ich mag Kopfüber-Action. Und dann ist der Dungeon auch schon fast vorbei. Na, vor zwei Parts willst du mich verarschen? Ich hatte den immer länger in... Erinnerung, oh Gott, oh Gott. Fall da nicht runter. So, aber rüberspringen, das können wir. So, Stahlstiefel schon mal anziehen. Eisenstiefel, Entschuldigung, ist kein Stahl. Ist Eisen. Eisen und Stahl ist ein Unterschied, ja. So komisch das für die meisten auch klingt. Sag mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach so, okay. Und wir fahren schon wieder weg. Wir sind gar nicht mehr zu sehen. Okay. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, theoretisch gesehen besteht diese Zugbrücke doch auch aus Stahl. Das heißt, müsste nicht normalerweise durch die Kraft des Magneten diese Zugbrücke auch wieder nach oben gezogen werden? Ach ja, stimmt. Meine eigene Logik. Man darf in Spielen niemals auf physikalische Gesetze hoffen. Gibt's meistens nicht. Selten gibt's die. Und dann macht das Spiel auch höchstwahrscheinlich keinen Spaß. Ja, we stand on a heavy fire. Wobei heavy fire, das trifft ziemlich genau. Die schießen ja von allen Ecken hier. Du bist tot. Du bist tot und... Na, komm. Du bist auch tot. Gut, dann haben wir hier schon mal keine Probleme mehr. Und toll, ich dachte, ich könnte von hier oben mal gegenschießen, aber nö, geht nicht. Ist ja mal fies. Soweit ich weiß, ist das jetzt nämlich der letzte Raum vor dem Bossgegner. Und wenn sich das Tor öffnet, kommen dann nämlich ganz viele Gegner raus. Yay. Naja, ganz viele. Hm. Einfach mal alle zu mir. Komm. Oh, da kommt ja noch einer. Kommt lassen und dann... Aua. Menno. Das tut voll weh. Einfach in die Mitte stellen und eine Wirbelattacke machen. Das zieht. So, du stirbst auch. Ach, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Und du auch? Wollt ihr mich verarschen? Du auch noch? Ja, ja, ist gut. Stirb. Hm. Also hätte ich die Bomben schon gehabt, dann wüsste ich schon, was ich machen müsste. Die Bomben kriegen wir erst ab dem... Aua. Nächsten Tempel, soweit ich weiß. Nee, vor dem nächsten Tempel kriegen wir hier nach diesem Tempel. Jo. Und hier haben wir schon die Boss-Tür. Und ich würde sagen, da dieser Part ja jetzt schon ziemlich lange ging, fast 25 Minuten mal wieder. Ich bin irgendwie Meister der Überlänge. Würde ich nämlich sagen, beende ich hier den Part und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer RangeLP. Bye.